Moin Mädels, moin Jungs, es geht jetzt offiziell los. Bus-Simulator 21. Every day I wake up without Bus-Simulator 21, Digga. And now it is here and I can play the game and it's very nice, Digga. Ehre im Arsch, Digga. Oh mein Gott, wir können uns einen Busfahrer bauen. Alright, wir sind aber, können wir nur eine Busfahrerin sein? LOL. LOL, ich kann fett sein. Das wollte ich ja schon immer. Er hat schon direkt so einen Fischerhut auf, ne? So, was haben wir dann noch? Weil ich habe nicht so große Titten. Aber ist ein anderes Thema. Ich trage meistens so dunkle Hosen. Was habe ich heute? Ja, heute habe ich eher eine olivgrüne, aber ist nicht so schlimm. Krawatte können wir nicht machen im Spiel. Aber wir applyen mal die Change. Wir spielen jetzt mal im America. Seaside Valley ist ja die Stadt, die wir schon kennen, aus dem vergangenen Teil. Mein Name ist Kalle. Ich spiele heute Bus Simulator. Lehnt euch zurück, es wird vielleicht lustig. Da auch eine Katze namens Mouncy dabei, die fette Scheiße hier. Und einen Kaffee hatte ich auch noch irgendwo. Die muss man auch mal reinprügeln. Simple Flight Driving, all convenience features are on. The authentic experience. Drive Purist. Realistic Driving, some convenience. Okay, wir gehen erstmal für den Puristenmodus. Irgendwann werden wir mal Hardcore spielen. Ich muss das heute den ganzen Tag machen und ich gönne mir jetzt nicht für den Stream den Hardcore-Modus. Könnt ihr knicken, ja? Wer weiß den Company-Name? Schreibt's in die Comments. Tell the truth. Tell me. Hallo, Ultras GmbH. Hallo, Ultras GmbH. Oh mein Gott, es geht los, well, ja! What a fantastic morning. Now, don't touch that radio. I have some great news to announce. Today, a new company will take over public transport. Soon, we will see buses roaming our city day and night. This will make it easier to take in all the beauty Angel Shores has to offer. Let's get to it. Bus Simulator 21, Digga! So, wir müssen noch eben... Hi there! Wieso sind wir denn jetzt die Frau? Ey, nee, wir haben uns doch extra eben umgestylt! Hey! Hier drüben. Yeah! It's German! It's German! Yeah! Also, mein Name ist Kate de Calico, scheiße. Ich bin Mira. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Ich bin hier, um dir beim Aufbau deines Busunternehmens... Danke, Mira! Als Busunternehmer brauchen wir einen Bus. Ja. Und das Tolle daran ist, du darfst ihn aussuchen. Ja! Sieh dir die drei Busse an. Voila! Also, ich liebe ja AMG. Deswegen, wir sind ja... Deutsche Autos sind auch nicht schlecht, muss man auch dazu sagen, keine, ne? Keine leichte Entscheidung, was? Mira, jetzt... Lass dir Zeit. Halt mal bitte die Backen. Ich bin hier doch gerade mitten in einer emotionalen Entscheidung. So, dann der Man Lion City M. Den hatten wir doch schon mal. Kann ich auch rein? Oh, tolle Wahl. Nein! Das ist er nicht. Ich will den nicht. Ich will nur reingucken. Der hat hier aber hier ein bisschen mehr KW, ne? Benz. Ja, ich bin auch für einen Benz. So, guck mal, der ist doch hier schick, ne? Ich will wieder Bus fahren, ne? Das Gefühl eines fabrikneuen Busses. Ja, ich habe schon gewählt. Scheiß drauf. Wir haben schon Benz genommen. Stimmt einfach alle für Benz, damit die Abstimmung richtig ist. Mach dich erst ein wenig mit dem Bus vertraut. Fahre so lange um das Gebäude, bis du dich sicher fühlst. Hä, Junge, ich habe das schon in mehr Bussen, als du Sex hattest mit Menschen. Ich weiß, wie das geht. Okay? Get yourself a cold drink. Orange. Mhm. Haben wir hier noch? Spring of Affection. Also... Das ist jetzt also das, was nach Winter der Leidenschaft kommt, ja? No Directions. Ist das One Direction nur in... Naja. Oh. Ist das hier... Oh mein Gott! Das erinnert mich an Gamevasion. Hütchen nicht umfahren, Digga. Wo sind denn meine Rückspiegels? Rudi. Ast rein. Wie ich das hier mache. Gut, dann fahren wir mal jetzt da vorne in die Geschichte rein. Du willst also dieses Modell? Ja. Großartig. Dann schließen wir den Kauf ab. Klar. Ja. Ah! Oh, ich muss auf die andere Seite wegen den Reparaturen, ne? Transformation! So! Noch ein bisschen rüber. So. Oh mein Gott, wir sind jetzt das erste Mal auf öffentlicher Street hier. Ah! Oh mein Gott. So, Leute, das sind die ersten Meters, die wir hier machen auf der Straße. Ich bin die Straße, ne? Wir sind nur das erste Mal in Amerika und ich weiß, dass die Amerikaner, die sind immer ein bisschen strenger natürlich, was das Ganze so angeht, ne? Die sind immer ein bisschen strenger. Ich bin ein... Oh, da ist ein Blitzer! Den habe ich direkt erkannt. Korrektes Setzen von Blinkern. Korrektes Hupen bei Assis auf der Straße. Oh, guck mal, das sind Skyscrapers. Da oben. Seht ihr die? Oh, ich muss links. Unsere ersten Fahrgäste. Jetzt kannst du die Türen öffnen. Mann, Mira, halt doch bitte mal die Schnauze. Ich war noch nie bei einer Jungfernfahrt dabei. Die Fahrgäste sind fast so begeistert wie ich. Stelle sicher, dass alle Fahrgäste eingestiegen sind. Hey, halt, stopp! Nein, jetzt seh ich! Ein zuverlässiges Busunternehmen ist immer pünktlich. Digga, ich hab das 100-mal schon gemacht. Mira, hast du mir nicht zugeguckt? Bitte halt doch einfach mal den Sabbel. Ich muss doch hier erstmal mit den Leuten reden. Da!
direkt die erste. Guck mal, Mira, sie hat keine Karte. Alter, die Autos, die sehen hier aber auch schnieke aus. Guck mal, der ist extra angehalten, der Pimmelberger. Ja, weil er weiß, ich bin die Straße. So, lauf! So, ich habe nie vorher abgesenkt, ne? Ja, komm rein! Erstmal aussteigen lassen, ne? Ein Fahrgast blockiert die Tür. Bitte ihn einzusteigen. Rein oder raus! Anfangs kannte ich die Rechts-bei-Rot-Regel gar nicht. Also nur zur Sicherheit. An einer Kreuzung kannst du immer nach rechts abbiegen, auch wenn... Hey! Ja, aber der ist links abgebogen bei Rot! Mira, halt doch mal die Fresse, die fahren alle über Rot! Also ich habe eine Frage zu dem Freund mit dem Rollstuhl. Wurde der schon mal im Wald ausgesetzt? Nein? Gut, dann können wir ihn ja reinlassen, ne? Hallo Ash, schön dich zu sehen. Genieße die Fahrt. Hat sie ihn gerade Ash genannt? Hat Mira ihn gerade... Ich bin für dieses Projekt... Jetzt hör auf! Audrey und mir gefällt es hier wirklich gut. Besonders die Strandpromenade. Das juckt mich in Scheiß, was dir gefällt. Ich muss erst mal mit Ash Ketchup sprechen und ihn fragen, warum er Rollstuhl ist. Was ist mit dir passiert? Du hast dich verändert, Ash, ich sag's dir. Er redet nicht mit mir. Ja, das hast du ja toll hinbekommen. Alter, wie laufen? Wie, also... Was hat sie denn? Warum geht sie so komisch? Alter, aber auch wie ich laufe, ne? Aber... Also, dann fahren wir weiter. Ich bin die Straße tonight, baby. Ich bin die Straße tonight. Oh, oh, ich bin die Straße, alright. Mach die Scheiß grün. Mach die Scheiße grün! So, bin ich jetzt hier in Chinatown oder was? So, hier sind wieder Bodenschwellen. Ich hasse Bodenschwellen. So, warte mal. Ich muss nur noch eine Sache prüfen. Man halt doch mal die... Als Busfahrer verkaufst du auch Fahrkarten. Lass uns das an der nächsten Haltestelle ausprobieren. Ach, jetzt soll ich das erst machen. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Ja. Hey Jackie, wie geht es dir? Hallo Mira, gut. Danke, dass du mich eingeladen hast. Wieso kennen sie alle? An einer Jungfernfahrt teilzunehmen ist echt spannend. Und du hilfst uns bei unseren ersten Schritten. Ich danke dir. Haben wir es jetzt? Normale Fahrkarte? Ach, guck mal, die haben das sogar highlighted für Dumme. Und ich such den ganzen Tag. Hä? Warte mal, nee. Haben sie doch nicht. So, du willst also Wechselgeld haben, du kleiner Stinker. So, gibst hier zack, 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 zack. Und die anderen seid alle Schwarzhaare. Das habe ich jetzt so richtig verstanden, ja? So, fünfte Haltestelle wird angepackt. Ja. Hallo? Somebody! Guck mal, er macht's richtig. Genau, endlich mal normale Leute, die mich verstehen. Er überholt auch, weil der Larry zu lange braucht. Mein Gott. Das ist unsere letzte Haltestelle für heute. Vielen Dank, dass Sie mitgefahren sind. Bis hoffentlich bald. So, fahr raus. Alter, ist der rausgepetzt. Habt ihr es gesehen? Ash, war schön, dich zu sehen. Das war eine tolle Jungfernfahrt. Ja, ich bin toll entjungfert worden. Danke, Mira. Hast dich gut geschlagen. Ja. Fahre den Bus zum Depot zurück. Ja. Dort bleibt er stehen. Und du kannst dir einen Kaffee holen. Ich brauche erstmal irgendwie Penicillin oder sowas. Oh, rot! Das irritiert mich mega, dass die Ampel in America auf der anderen Seite... Wie geht das? Oh, ist grün. Abfahrt! Ihr sagt mir nicht, wie ich zu fahren habe. Ich bin ja wohl hier der Fahrmeister. So, also wie... Also, aber ungelogen bin ich der beste Busfahrer, den ihr kennt wahrscheinlich. Das Kirsch... Da. Gelb ist gelb. Na. Gelb. Na. Scheiße, die Bodenwelt. Oh! Fahre langsam zu einer der Türen. Bitte halt die Fresse. Muss hier rein. So. Oh, stopp. Junge. Und fertig. Super. Mein Team und ich werden dir helfen, ein fantastisches Streckennetz aufzubauen, das ganz Angel Shores verbindet. Was für ein schöner Bus. Oh, tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich bin Steve, Leiter des Busdepots. Yo, Steve! Dich, Steve! Guten Morgen. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Ja. Nee. Also, lass mich doch da mal... Da ist er. Jetzt hör auf! Zeit übernehmen. Ich will den umlackieren! Hallo! Ich schmeiß die raus. Hochkant. Bist du Steve? Oh, eine Pause? Super. Das Steuer eines... Ich habe mich einfach unter ihn gesetzt! Diese Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Steve! Hey, Steve! 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 Steve. Du siehst scheiße aus. Hey, stopp! Das ist meine Straße. Du hast die Kantensteine touchiert? Dafür gibst du Strafe. Ich habe den... Was?
Hat er das gerade wirklich gesagt? Ist Steve mein Mitarbeiter? Das ist Alan? Was will Alan? Steve, Alan. Okay, er ist weg. Das ist gar nicht Steve. Steve ist der andere, ne? So, hier müssen wir stoppen. Was sind das hier für Busstops? Ach, guck mal, da ist schon wieder ein... Alter, wie sieht er denn aus? Nee, sie. VG 2. Schneller, bitte. Dass die Mira jetzt hier auch immer sitzt und... Meine Wochenkarte ist letztes Wochenende abgelaufen. Hoffentlich bemerkt das niemand. Ich habe, Adlerohren. Nee, wie sagt man? Fledermausland. Was sagt man denn? Schwarzfahrer! Alle Mann, das ist keine Übung! Alle Mann, die Fahr... Alle Mann, die Fahrkarten her! 1-2, 1-2, das ist keine Übung! Du machst sofort die Mucke aus, du Stinker! Tut mir leid, ich mach's leiser. Ja, die Schnauze! Fahrkarte her! Halt Schnauze! Also du siehst... Also es sind erstmal die gleichen... Es sind einfach die gleichen Stöcke. Ich dachte, haben wir ja schon mal hier wieder, ne? 120 Tage. Und weiter geht's. Wie ist denn hier mit Fahrplan? Haben wir da irgendwie eine Zeitbegrenzung? Oh mein Gott, ich habe eine Busschiene hier. Ich bin noch nie in meinem Leben auf der Buslinie-Dings. Mann, Streckenfahrbahn, Digga. Gefahren. Busspur, danke. Spring of Affection. New season coming this summer. Ich frage mich, wie es Jessie geht. Sie hat sich gestern beim Wandern den Knöchel gebrochen. Nee, da will einer raus. Ich muss raus. Ich muss raus. So. Ja. Achso, sie muss erst raus. Das frühere Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen. Hm. Manche könnten vielleicht einen frischen Anstrich gebrauchen. Ja. Aber sie sind ein toller... Hast du einen Frosch im Hals oder was? Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Was tun Bienen, wenn sie einen Fahrer brauchen? Sie warten an der Bzzz-Haltestelle. Bzzz-Haltestelle? Was ist eine Bzzz-Haltestelle? Der ist nicht mal lustig. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Halt die Fresse. Was zum Teufel? Jetzt mal ohne Flachs. Astragon, wenn ihr das hier seht, ihr zerstört mein Leben. Ihr wisst gar nicht, was ihr anrichtet mit diesem Computerspiel. Bussimulator 18 hat dafür gesorgt, dass ich 5.000 bis 6.000 Bilder von solchen hässlichen Katzen bekomme. Es ist kein Scherz. Leute, schickt mir ohne Ende Katzenbilder. Wenn die jetzt anfangen, mir Blümchenbilder mit Bienchen zu schicken, dann raste ich komplett aus. Ich muss zum Psychiater wegen der Scheiße. Ich möchte aussteigen. Ich brauche die Rampe, bitte. Kriegst du, Oma. So. Die labern da hinten aber jetzt echt viel, ne? Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Ja, weil du in meinem Bus sitzt. Und weil du stinkst. Ehre im Jo... Das haben sie perfekt hingekriegt. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte, eins. Geil, du... Ja, dann verpiss dich doch. Eine Fahrkarte. Ja, normal, ja, ja, ja. Na klar, hier, bitte. Ja, ja. Hier ist sie. Danke. Lass mich hier erstmal vorbei. So, aber ich sag mal so, bisher bahnfrei, unfallfrei, ne? Scheiß Kante. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Such mal in deinem Kopf, vielleicht ist dein Gehirn auch irgendwo da. So, wie kommen wir jetzt hier rein? So, einfach reinbiegen, ne? Also, ich bin erst ein Autofahrer, ihr könnt mir erzählen. Hey, sollen wir heute Abend ins Kino gehen? Ich schau mal nach, was läuft und ruf dich zurück. Jemand ist eingeschlafen? Der pennt! Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze, sie heißt Mousy. Die brauchen 3 Jahre, um dieses Spiel zu entwickeln. No hate. Aber wie kann es sein, dass das hier immer noch das Hauptobjekt dieses ganzen Spiels ist? I don't get it, Alter! Hat sie den Typen gesehen, der mit seinem Hamster in eine Ballgasse gegangen ist? Na gut, Hamster... Sie haben Hamster hinzugefügt. Das hat natürlich alles verändert. Na, sieh mal einer an. Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unsere Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. Die hört immer am Ende. Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Okay. Park den Bus und komm, ich habe eine Überraschung für dich. Was ist das überhaupt für eine Währung? Hafe oder was? Was ist das für ein Geld? Wird hier ein Guinness bezahlt? Ist das nicht das Zeichen, was auf dieser Guinness-Bierdose draufsteht? Hake beim Händler? Wo ist denn der Händler? Sag mal, Mira, wo ist denn der Händler?
Ach, da! Oh, Leute. Wo ist denn Rückwärtsgang? Och, Mann. Was Funktion? Ich muss den rückwärts. Ich muss ja den den Rüsselmodus muss ich ja anmachen. Geht nicht, ne? Was ist das denn überhaupt? Was ist das hier? Oh, ich glaube. Warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab doch die Bremse schon längst weggemacht, ihr Idioten. Jetzt. Das ist nämlich eine andere Bremse gewesen. Und jetzt kann ich nämlich rückwärts fahren. Scheiße! Ein Hindernis gefahren? Ist doch gar nichts. Ein Auto. Ich mach das mal eben so. So, du bleibst jetzt stehen. Der hat aber ganz schön Zündung. Gut. So, jetzt haben wir's. So, steig aus. Mira! Das ist einer der hiesigen Bushändler. Das hat aber jetzt gedauert, ne? Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Ah, so, Alexander Dennis. Bluebird. Okay, die haben wir alle noch nicht. Die sind alle noch nicht drin, alle. Gut, aber was soll ich mir jetzt noch einkaufen? Ich habe übelst Money. Wir haben noch nicht so lang, ne? Ich hätte mal endlich gern was Längeres an der Hand. Versteht ihr? Kaufe einen neuen Bus. Fahre zu einer Lackiererei, parke im Inneren. Ich muss jetzt hier einen Bus kaufen. Ja, wir nehmen jetzt hier den. Auf den Laden. Gefällt dir dieser Bus? Ja. Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Bitte halt. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Ja. Einfach nur lackieren. Ja. Ich biege jetzt direkt ab, ohne zu gucken. Links, rechts, vor, rings. Linksbums. So. Ja, da sind wir wieder auf der Street. Ne? Da muss ich sagen, dieser Balken, der geht mir ein bisschen auf den Sticker. Naja, müssen wir durch. Ich bin die Straße und die Straße biegt links ab. So. Ich muss sagen, ich habe den Wendekreis richtig im Griff. Ich bin Herr meines Geräts. Ich kann mit langen und ich kann mit kurzen. Ich weiß, wie der Lachs löppt. Ich weiß es einfach. Oh, ich bin die Straße. Ich bin die Straße. So. Das sieht ja auch von den Armaturen alles ein bisschen unübersichtlicher aus. Ist das die A-Säule? Was mich stört? Ja, genau. Denn wer A-Säule sagt, muss auch B-Säule sagen, ne? Guck mal. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Ja. Das ist Ted Kaine. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Freut mich, dich kennenzulernen. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. Scheiße! So! Boom! Digga! Look at this shit! Rauf auf die Straße, genau! Verstellt Bremse. Look at my Bus. Boom! Better call Kuschinski, Alter. Hier sogar mit dem neuen Logo. Look at him! Sogar mit meiner Hackfresse drauf. It is what it is. Nix mit Pink hier. Better call Kuschinski. Das ist der Bus fürs Leben. Ehre in meinem Arsch. Den kann man sich wohl auch ab demnächst runterladen. Habe ich mir sagen lassen. Hier auch schön mit dem neuen Logo, ne? Damit fahren wir ab sofort über die Street. Ehre.